Obergeschoss von dem Haus an der Hardbrock übt der Jochen Baldes täglich sein Saxophonspiel. Als Berufsmusiker verbringt er nicht nur so viel Zeit mit Spielen, um seine Technik zu verbessern. Schlussendlich ist es einfach die Ausdrucksform, wo ich am meisten Sinn sehe, so viel Zeit zu verbringen am Tag. Und schlussendlich geht es um die Musik. Seit er 18 ist, findet man den Jochen in diesem Quartier. Die Hardbrock bedeutet für ihn aber nicht immer das Gleiche. Die Hardbrock bedeutet vor allem Lärm im Moment und Dreck. Nachdem der gebürtige Deutsch als Jugendlicher durch einen Kollegen auf Saxophon aufmerksam worden ist, hat er seine grosse Leidenschaft entdeckt. Saxophon ist halt sehr. Man kann sehr viel mit dem Ton machen, weil es ein Holzblatt hat, das den Ton erzeugt. Also für mich sehr ein sehr emotionales Instrument. Saxophon spielen ist für ihn eine Lebensphilosophie. Ich glaube, jeder richtet sich im Leben so ein, dass er so glücklich und so erfüllt wie möglich durch den Alltag oder durch sein Leben durchgeht. Und mit dem Saxophon ist das genau gleich. Der Jazzmusiker probiert immer wieder etwas Neues und hat das Projekt Jochen Baldes Kobal auf die Beine gestellt, wo er zwei Bereiche zusammenbringt. Mein neuestes Projekt ist mit einem Schriftsteller zusammen. Das ist mit einer Band, 5 Musiker und einem Schriftsteller. Text und Musik hat mich eigentlich schon immer interessiert, das irgendwie zusammenzubringen. Weil wegen Melodiebögen sind auch Sprachbögen, grosse Geschichten sind auch in der Musik, kann man grosse und kleine Geschichten machen. Es hat sehr viel zusammenhängen. Im April tritt er mit diesem Projekt in der Schweiz auf. Wir sind jetzt schon gespannt, wie das tönen wird.